So, und liebe Freunde, wir haben jetzt hier einen ganz besonders tollen Menschen, nämlich den Gründer der Alternative für Deutschland. Im Hintergrund ist Martin Renner. Und im Hintergrund ist Anna. Anna, genau. Martin, jetzt mal kurz zwei Sätze. Martin ist im Vordergrund. Wie sieht's denn aus? Ist alles gut? Kriegen wir das noch hin oder müssen wir die Flinte ins Korn werfen? Das kommt nie in Frage, dass man die Flinte ins Korn wirft. Wir werden das alles hinkriegen. Es wird zwar ein hartes Kämpfen, aber ohne Kampf gibt es keinen Sieg. Und wie sieht deine Prognose für die Europawahl aus? Sehr positiv. Deutlich positiver als das, was die Umfrageinstitute so momentan schreiben. Ich denke absolut in der Größenordnung von 26-28% für uns. Und das brauchen wir auch, weil unsere endgültige Zielsetzung ja darin besteht, diese Knechtschaft durch die Europäische Union zu beenden, um zu einer vernünftigeren Form der Zusammenarbeit der einzelnen europäischen Staaten zu kommen. Denn die Europäische Union ist im Grunde ein Instrument in unserem europäischen Kulturkampf, um den Kulturkampf zur Niederlage zu machen. Und wir wollen ja obsiegen in diesem Kulturkampf. Und das setzt voraus, dass wir das Instrument der Europäischen Union sehr deutlich verändern. Bringt es überhaupt was, wählen zu gehen? Ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Unbedingt, ja. Also noch sind wir ja in diesen Strukturen, die auch in die falsche Richtung laufen, aber es bringt schon etwas. Und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, auch zur Europawahl zur Wahl zu gehen und auch die Alternative für Deutschland zu wählen, weil nur wenn wir sehr stark sind, werden wir eine sehr deutliche Veränderung in diesem politischen Rahmen und in dieser Entwicklung realisieren. Und wir wollen noch mal in Erinnerung bringen, dass es die Alternative für Deutschland war, die gegen die Corona-Maßnahmen vorgegangen ist, die gegen die Impfpflicht vorgegangen ist. Wir haben es der Alternative für Deutschland zu verdanken, dass es keine Impfpflicht gab, die übrigens auch die Maskenpflicht abgelehnt haben, die selbstverständlich auch dafür sind, dass wir autark sind, sichere Grenzen haben und Bargeld ins Grundgesetz kriegen und viele, viele andere Dinge, eine Einkommensteuer, den Einkommensteuerfreibetrag. Entschuldige, wenn ich unterbreche. Ja. Was wir ganz dringend verhindern müssen, ist auch dieser neue WHO-Pandemievertrag. Da wart ihr auch mit die Einzigen, die dagegen gestimmt haben. Ja, ne? Ja, aber der wird ja nochmal kommen in einer neuen, aktualisierten Form. Ja. Und so wie es aussieht, alle anderen Parteien werden dafür sein. Und das ist wirklich das Ende unserer demokratischen Souveränität des einzelnen Bürgers, aber auch unseres Staates. Und da hat sich ja die Regierung dazu bereit erklärt, der WHO derartige Kompetenzen zuzugestehen, dass die dann zu entscheiden haben, wie in den einzelnen Nationalstaaten tatsächlich mit denkbaren oder potenziellen Pandemien umgegangen wird. Und die Exekutive, also die Regierung, kann überhaupt nicht mehr eingreifen, um andere Maßnahmen zu entwickeln. Und die Legislative wurde auch die Hände sozusagen zusammengebunden, die können auch nicht mehr eingreifen. Das heißt, man kann eine WHO, die von einem ehemaligen Kommunisten geführt wird, in aller Welt dann sozusagen uns vorgeben, wie wir potenzielle Gesundheitsproblematiken durch Krankheitserreger ausgelöst sozusagen zu lösen imstande sind. Und das kann nicht sein in einer Demokratie. Ja, und ich übersetze es mal für all diejenigen, die immer noch der Meinung sind, man müsse grün wählen oder rot wählen und irgendetwas finden, was sie bei der Alternative für Deutschland nicht gut finden. Ich vergleiche es immer mit einem brennenden Haus. Und die Alternative für Deutschland ist die Feuerwehr. Und jetzt kann man sich natürlich hinstellen und sagen, ja, aber ich würde aber erstmal mich um die Probleme der Tapezierung im Haus kümmern oder das Dach muss neu gedeckt werden. Nein, im Moment ist das Hauptproblem, dass das Haus brennt. Und deswegen wählt man die Alternative für Deutschland. Genau wegen den eben genannten Gründen oder der eben genannten Gründe wegen. Hauptproblem ist momentan der WHO-Vertrag, ganz klar, weil der würde uns die jegliche Handhabe aus der Hand nehmen und natürlich auch die Waffenlieferung an die Ukraine, die Taurus-Lieferung an die Ukraine, die Verlängerung von des Sterbens in der Ukraine. Wir reden immer über Waffen und Waffensysteme, aber keiner spricht darüber, dass da jeden Tag Menschen sterben, Menschen, jeden Tag Menschen und jeden Tag Witwen entstehen und jeden Tag verkrüppelte Menschen produziert werden. Und das könnte man sofort beenden, wenn wir da Waffenstillstand und diplomatische Verhandlungen initiieren würden. Eindeutig, das fordern wir ja. Ihr seid die Einzigen, die das fordern und werdet damit als Putin-Versteher abgetan. Mhm. Und ihr musstet jetzt, glaube ich, klagen. Ne? Gibt jetzt auch eine Klage, weil doch die Strack-Zimmermann euch als Handlanger von Putin bezeichnet hat. Ne? Das ist wirklich unglaublich. Aber schwelgen wir nicht in der Vergangenheit, wir blicken nach vorne. Es wird ein gutes Jahr für die Alternative für Deutschland und damit für uns alle, oder? Unbedingt. Danke, genau lieber so. Martin. Danke für deine Zeit. Ein toller Mensch. Tschüss, Ade. Tschüss, Anna. Ciao.
Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Haben wir ein Glück heute, oder? Hä?